Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Hydrolia. Heute geht's los. Wir starten mit unserer Bebauungsmaschine. Dazu muss ich jetzt aber noch schnell rausfinden, wie weit kann der wirklich da jetzt abbauen. Also wir werden hier in dem Part jetzt mal anbauen. Dann werden wir den dritten Lane hier machen. Das Ganze ist so, ihr seht, ich habe schon wieder was hergekarrt, hab das alles runtergehauen, sonst habe ich immer 7 Paletten. So. Das heißt, ich habe 1 und Sprinkel, ich habe leider nicht mehr. Und wie gesagt, ich ercheat mir das nicht. Das heißt, mir fehlt die Kohle von diesen Special-Marken. Das heißt, ich brauche wieder Suppe dann. Werden wir dann alles machen. Aber jetzt werden wir mal hier versuchen aufzubauen eine Weile. Jetzt werden wir mal was testen. Werden wir mal schauen, wenn ich da jetzt hergehe. Da geht nicht. Da schon. Da auch. Da auch. Da auch. Da auch. Man kann hier anscheinend ja irrsinnig viel anbauen. Ich glaube fast, dass ich das viel zu knapp setze. Ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, das wirkt mir alles fast schon ein bisschen zu knapp. So, was haben wir denn da? Hinten drin? Nix. So, Samen. Hier. Nehmen wir mal Paradeiser. Ja, die dürfen sich da gerne ein bisschen stapeln. Was sind da noch drin? Zu viel. So, das auch. Interessant wäre wirklich, ob es miteinander... Ehrlich müsste ich es ja nicht Sorten reinmachen. Sag ich ganz ehrlich. Ich könnte das ja alles einfach zusammenhauen. Wir haben mal die Karotten dazu. Jetzt am Anfang zum Testen ist mir wurscht. Wurscht, da scheiß mal drauf. So. Nein, tun wir nicht, weil ich muss zum Rauskriegen die Löcher wieder abgraben. Das mache ich doch nicht. Ah, warten wir mal kurz. Theoretisch ist es egal, wir werden das ja nachher woanders entladen. So, jetzt haben wir unsere Maschine hier. Mal das ein bisschen hoch tun. So. Runter mit der Maschine. Schauen wir mal da rein. So. Hat es überall außer dass er ein Loch da gemacht. Warum auch immer. Ach Gott, das will ich mal schlafen. Das Loch ignoriere ich jetzt mal einfach, ja? Das wird einfach jetzt mal ignoriert. Ein bisschen schneller könnte es ruhig hell werden, das wäre jetzt praktisch. Haben wir noch derweil da? Kann ich noch irgendwas machen derweil? Ah ja, da war ja was. 2 Maiskörner. Hatte ich hier noch was zu tun? So. Das geht sich aber aus. Was habe ich da gebracht? 2 Karotten, 2 Maiskörner. Ja, das könnte man fast so lassen, aber. So lassen. Abgesehen davon. So. 249. Ein 67, ja. Jetzt haben wir eine Suppe mehr, wo das auch daher gehört. So, passt. Gut.
Der ist leer, deswegen hat er das nicht bepflanzt. Gut, das ist einmal ein Grund. Das können wir mal... Lassen wir mal gelten. Okay, also bepflanzt eigentlich sonst die ganze Breite da. Das dürfte passen. Wenn der nicht sogar darüber pflanzt, ehrlich gesagt. Habe ich dazu gerade mal die Sorge, dass er da bis darüber geht. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Das wäre wirklich mal eine Idee, ob der so wie weit, weil nicht, dass der spreadet nur weit und dann, weil es so ein Streuer ist oder so. Und ich habe dann das Problem, dass ich dann rüber anbaue. Das wäre nämlich jetzt blöd. Ja, wie ihr seht, genau. Genau das habe ich, deswegen habe ich das zum Anfang gemacht da. So, ein bisschen rüberlenken. So gut aus. Ja, so passt das. Gut. Also der baut das jetzt alles an, hat er gemacht. Gewässert ist auch mal. Schauen wir mal, wie weit das Ding wässert. Dann werden wir jetzt die... Ja, jetzt müssen wir mal ordentlich einkaufen gehen. Das Problem ist, ich hätte das gern irgendwie eine Möglichkeit, das besser gerade da nach vorne zu ziehen. Das ist nämlich ein bisschen... Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe sowieso viel zu viel anbaut. Also... So, so. Beikam. Oh, es passt. Und das halbwegs eine Linie so einhält, ist okay. Ich werde das jetzt ein bisschen großzügiger nach vorne machen, weil ich glaube wirklich, ehrlich gesagt, nicht, dass ich solche Mengen brauchen werde. Ich glaube eher, dass ich da schon wieder ein bisschen overkill-mäßig da vor mich hinarbeite. Ah, das liegt ja in meiner Natur. Oder nicht? So, die mittlere Reihe wackelt ja auch so. Machen wir einfach so. Die Linie hält's aber die von den Abständen gleich, das ist... Gut, wie gesagt, ist dem Ding ja eh egal, von daher. Theoretisch könnten wir es hier in dem Fall auch komplett random machen, weil da ist wirklich egal, weil wir ja durch unsere Erntemaschine sowieso über die ganze Breite fahren. Da ist dann ziemlich wurscht eigentlich. Ich will halt nicht zu weit abdriften, das will ich halt auch nicht. Ah, mies.
das hätte ich ruhig ein bisschen, das hätte ich ein bisschen besser machen können. Ich glaube fast, da wäre irgendwie so ein Trick, das gerade zu kriegen, mal angesagt, aber... Welchen Trick nimmt man da? Ich würde sagen, wir fangen hier an. Hier. So. Besser, dann eliminieren wir noch die Reihe, dass es nicht ganz so deppert ausschaut. Weil das schaut jetzt wirklich blöd aus, finde ich. So. Also ich würde zuerst die linke Reihe und die rechte Reihe machen, um praktisch so eine Einflugschneise zu machen, eine schöne, und dann würde ich es von da in die Mitte machen und dann einmitteln. Und mir so betrachtet wahrscheinlich das Gescheiteste. So, das war erledigt. So, wir sehen auch hier jetzt schon, wie weit das geht. Das zum Beispiel wird irgendwie nie anbaut werden mit der Bauweise. Das müsste dann, wenn hier zwei und dann nach vorne, zwei und dann nach vorne. Ist die Frage, ob sich das denn überhaupt ausgeht. Das werden wir nur feststellen, wenn wir mehr Dinge haben. Gut, hast. Wir bauen da mal weiter mit den Mats, die wir haben. Was können wir hier noch hinbauen? Brauchen wir ein Grades. Ich habe das nicht zählt, was ich brauche. Ich habe das jetzt einfach random irgendwas daherzahlt. In der Hoffnung, dass das halt irgendwie funkt, aber... Pff. Ich sag's, wie sie ist. Wirklich, wie tue ich's nicht, ob das sich ausgeht. Und wieder ein T-Stück. So. Mir wurde ein paar Mal gesagt, ich kann ruhig Bauparts machen, die auch ein bisschen länger gehen. Falls das doch nervend ist, bitte sagt's mir's. Aber ich habe mich jetzt einmal gedacht, die Folge hat eine Stunde dauert. Ich werde hier natürlich wieder versuchen, auf meine halbe, dreiviertel Stunde zu kommen. Natürlich aber mit Abschluss irgendwas Sinnvollem, nicht mittendrin aufhören. Das habe ich gemeint bei der Umfrage, mit richtet sich je nach Content, wie weit ich bin. Ich höre nicht mittendrin auf, wenn ich in 10 Minuten fertig bin. Was haben wir noch? Da drüben sind noch welche. Wie gesagt, wir werden hier wahrscheinlich ziemlich lange Zeit, wenn ich mir das so anschaue, mit einer Lane auskommen. Habe ich irgendwie gerade so das Gefühl, wenn ich das gar nicht... Sollte ich wirklich alles einfach in Ahne anbauen und dann einfach da vorne einen Bogen machen? Mit der Maschine rüberdrehen? Nö, das wäre jetzt auch langweilig. Jetzt sind wir schon so weit. Nö, wir machen das schon so. Ich sag's gleich, Sortenrein muss natürlich nicht sein, aber... Das schaut jetzt gerade gut aus. Ja, dafür wachsen. Passt. Wenn wir dann nachher mal aufräumen. So, jetzt schauen wir nochmal. Haben wir da hinten noch so T-Stücke? Jo. Macht mich froh. So. T-Stück, Winkelstück, Winkelstück hier. So, Winkelstück. Jetzt muss ich dann wirklich mal losfahren, weil jetzt wird es dann wirklich puha. Es
Jetzt werden wir aber was probieren. Bevor wir da jetzt nämlich out of Teile rennen, werden wir jetzt mal was versuchen. Mir hat einmal wer gesagt, hau die Palette auf die Ladefläche. Ah ja, auf das Kaufding. Dann hat man aber auch wer gesagt, schieb den Truck gleich darauf und fertig. Ich glaube fast, dass das besser ist. Auf der Palette stapelt sich das so blöd, wenn das am Truck ineinander gehen wird. Schieben wir jetzt mal den Truck da drauf und schauen einfach mal, wie viel wir da jetzt ranbringen. Wie viel klumpert man da reinbringen. Mhm. Spiel. Ganz wenig KI, das weiß, was ich tun will. Na gut, okay. Ich weiß, das ist jetzt eine blöde Forderung gewesen, aber schön wäre es gewesen, wenn das Ding wüsste ungefähr, was ich machen will. So. Mir fehlen gerade und T-Stücke. Ja, gerade und T-Stücke fehlen mir mal. So, jetzt probieren wir es mal. Machen wir gleich mit dem los. Ah. Kurve. Das einzige Lästige ist wirklich noch jetzt, dass ich das Spiel Suppe abgeben müssen, dass ich das Geld für mich aus den Suppendartzahl werfen kann, ist mir auch wurscht, aber irgendwas mit dem Geld machen kann. Und sonst eigentlich das Finden der Aufgaben. Ich weiß nämlich bei oft nicht, jetzt, wenn ich eine Aufgabe wo sehe, ist das eine schon abgeschlossene oder ist das eine neue? Aber gut, ein bisschen Sucherei muss schon dabei sein auch, aber wenn ein bisschen weniger Sucherei dabei wäre, wäre ich auch glücklich. Schaut gut aus, oder? Cool. Blitzhaus, keep out. Oh, ich sag incoming. Nee, ist kein ich sag. Ja, ein bisschen zu auffällig. Ja, ich look was anderes. Ich brauche gerade Stücke. Nur noch 970.000. Ne? Sollte vielleicht mal ein bisschen mehr einbauen. Dann brauche ich das. Ja, genau, die liegen ineinander. Genau das meine ich. Das funktioniert jetzt super. Ohne Scheiß, das geht besser als wahrscheinlich als die. Ja, ich kann es schwerer auseinandersortieren, aber das ist halt nun mal Schicksal, das ich halt dann habe, ne? So. Noch T-Stücke. Rüberhauen. So, fahren wir wieder. Ich weiß nicht, wie viel das ist, aber es war knappe 87.000, was ich da jetzt da einkauft habe. Ich wollte dich nicht schon wieder schießen. So. Scheiße. Ja, Vulkas, los. Los.
kurz verpennen. Deswegen ist nicht so schlimm mit da, weil ich da im Endeffekt eh mit dem Wagen bis daher fahren kann. So. So, wir brauchen gerade Stückel. Gerade. T. Ja, das geht ja sogar recht gut. Gerade. Dadurch, dass das highlighted, geht das wirklich. T. Und Bogen. Bogen ist jetzt wirklich schwieriger, habe ich aber nicht viel. Und geraden. 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 T-Stück. So ein Blobteil. Ein Bogen. Und das einmal wegtragen, das so. Bogen, dreimal gerade, ein Bogen. Komm ein Stückchen weiter. Eins. Zwei. Drei. Ein Bogen. Und groß. Ein Stopsel. Scheiße. Ich hatte doch einen Stopsel noch. Ah ja, liegen hinten auf dem Ding um. Schaut gut aus. So, das reicht jetzt mal auch. Das, ich werde das dann noch aufbauen aber, oder erweitern. Aber zuerst muss ich mal schauen, jetzt mal, was ich überhaupt brauche. So, muss man da stehen. Das ist auch hier gerade passt. Ja, die leeren Suppenschüsseln. So, das heißt, wir müssen Arm bauen. Jetzt müssen wir mal abbauen. Wir werden jetzt einfach alles anbauen, weil es eh egal ist. Ich bitte nächstes an den Entwickler Feedback. Könntest du das irgendwie machen, dass ich das leichter anbauen, dass ich das leichter zusammenstacken kann oder dass ich gleich volle Stack-Backerl kaufen kann? Kauft ja im Endeffekt eh keiner, in dem es nur eins drauf ist. So, jetzt werden wir mal schauen, wie das wirklich hinhaut. Wir werden das jetzt abernten. Trotzdem auch gleich anbauen.
Ja, also er baut alles an, was da hinten drin ist. Wahrscheinlich komplett random. Das macht jetzt aber noch immer nichts, weil ich habe nicht wirklich was gehabt, was er nicht anbauen hätte können. Das Problem ist einfach nur, weil bis daher alles jetzt im Trockenen bleibt. Nee. So tragisch ist es nicht. Ich könnte am Anfang ja einfach den Sprinkler hin und her stellen. Hallo? Habe ich ernsthaft, dass du noch nicht drüber baut? Unterirdisch? Nicht wahr, oder? Fick, würde der Cliff Steele sagen. Doom Patrol. Unbedingt anschauen. Bisschen wirr, viele Rückblenden. Das ist ein bisschen zu viel schon für meinen Geschmack bald, aber. Doom Patrol. Wer DC-Serien schon gesehen hat, es ist oder mag, es ist eine wirklich, wirklich geile DC-Serie. DC Comics in dem Fall. Bitte, falls das irgendwie nicht so rüberkommt, wie ich das wollte. So. Wie kriege ich den jetzt da hin runter? Gar nicht, ne? Das habe ich ja super toll gemacht. Super wicked, super toll ist das gemacht. Vor allem, wenn die Scheiße da jetzt nicht runter geht. Mit Knien geht's. Das war. Der gehört auf jeden Fall da runter. Und da groß. Und jetzt hier, so leicht kann man was doch essentiell Wichtiges vergessen. Komm schon. Basta Shooter, wo ist das Ding da? Das ist lustig. Theoretisch sollte nichts passieren, weil ja, weil ich die ja alle eben genau deswegen alles vorher geebnet habe. So, ob das auch ein bisschen niedriger ist, kräht kein Hahn danach. Gerade kein Hahn mehr danach. Ups. Ha, geht sogar. Cool. Es wäre jetzt mal wirklich interessant doch, ob die. Na, warten wir, bis wirklich was trocken ist. So, das können wir mal weghacken mit meiner Schaufel. So. Du kannst gehen. Das macht aber gar nichts. Du bist halt so eine schöne Einflugschneise. Genau in einer Reihe aufgehört. Der hat aber. Nee, der hat das nicht in einer Reihe gedingselt, der hat das wirklich. Läuft! Vollgas sogar! So, das heißt, wir müssen jetzt einkaufen fahren. Unbedingt!
Das können wir mal da lassen. Weil Wurst. So, wir brauchen Samen. Ne, brauchen wir nicht. Wir brauchen... Oh ja, Samen. Oder... Warte mal. Das wäre jetzt so interessant. Können die sicher auch da irgendwo herstellen, die Maschine. Maschine. Muss aber irgendwann noch kaputt werden mal, oder? Kann das sein? Ich möchte nämlich wissen, ob ich die Samen reproduzieren kann, wenn es relativ unkompliziert geht. Ich habe es mir gerade überlegt. Dann brauchen wir jetzt das. Dann brauchen wir das. Und wenn ich das in Massen reproduzieren kann, würde das wahrscheinlich sogar helfen für mein... Dass ich da nicht so blöd rumschauen oder zwar rumstacken muss. Gedanke dahinter. Sollte durch mit dem Auswurf von der anderen Maschine einfüllen das reichen? Das gibt's doch nicht, oder? So. 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 Weil sollte bei dem Auswurf, wenn was rausfällt, das automatisch stacken, würde ich mir schneller die Stacks damit zusammenbauen können. So, wer ist die Frage? Soll ich das jetzt nehmen und alles wegräumen? Aber dann würde ich sogar auf die Art und Weise probieren. Ohne kaufen fahren. Weil ich muss beim Kaufen wirklich alle einzeln kaufen und Boden schmeißen. Irgendwie zusammenstacken. Das ist ein bisschen nervend. So, jetzt haben wir die Überlegung, wie das geht. So, F. Man muss ja auch von der richtigen Seite kommen, weil mit E, glaube ich, ist das... Nein, hört's auf! Das geht so nicht, nein. Das geht so nicht. Wir müssen das aber auf jeden Fall noch irgendwie ändern, dass das besser geht.
Weil das andere funktioniert schon. Es geht alles raus. Direkt, fällt raus und ist im Endeffekt in einem Topf. Hey, ich stehe neben mir. Manchmal. Und es fällt raus und stackt sich direkt hoch. Das ist schon mal recht praktisch. So. Das heißt, Kurzform. Wir werden uns da nur was ganz Tolles geschwind basteln. Nämlich etwas, was das einfach darüber fährt. Mir sitzt da vor allem die Backerlos, das wäre schon cool zum Entladen. Vor allem zum selber herstellen. Wie gesagt, jetzt ist die Empfehlung, dass man das so macht, auf jeden Fall nicht mehr nur da. Jetzt werden wir sich geschwind. Gumpert holen. Weil ich habe zuerst empfohlen, kauft euch die immer, weil die für normale Coins verfügbar sind. Ja, das stimmt. Aber allein fürs Thumbstacken zahlt sich das aus, weil das aus der Mordsal-Huror in der Hocken ist, das jedes Mal irgendwie dann da so umzuschlichten etc. Was wir fahren geschwind. Eigentlich fahren wir jetzt so zum alten. Ich hätte am alten Platz dort auch was liegen, aber da, ich weiß nicht, ob da nicht wieder Eindruck fehlt. Gehen wir mal daher. Home Run! So. Thanks for your business. Machen wir einen hohen. Looking for some. Eins. Zwei. Drei. Muss ich mal kaufen. I got the goods if you got the cash. Don't mind me. I'm just mooching about. Thanks for your business. So. Jetzt. So, dann brauchen wir noch. Genau, einen Links-Rechts-Sortierer. An nach links. Und dann nach rechts. You won't find better prices than these. Dann brauchen wir einen Grauden. Ernsthaft. Das müsste eigentlich. Drei hinten, die was das nehmen, führen sie vorne, schippern sie auf eines zusammen, schippern sie von mir aus einmal gerade drauf, nehmen wir noch so einen mit, zwei, und dann wäre noch ein Sortierer praktisch, und das ist ein Edelsteinschleifer, das da, ein Zentralisierer. Was machen die Kleinen da gar? Erlaubt die Erstellung von T-Kreuzungen mit Förderbändern? Ah. I got the goods if you got the cash. So. So. Komm her. Nochmal. Nochmal. Schaut gut aus eigentlich. So, jetzt gehen wir noch ein Stück nach vorne. Holen nur noch ein paar. Dings, nehmen wir unser Geld wieder mit. Take a look at my goods. Habe ich jetzt gar nicht bezahlt. Ja, es liegt am Creative. Ich habe vergessen, den abzudrehen. Sorry. Aber ihr seht, ich zahle ja normal alles. Ich will das ja nicht. Das ist nur im Safe gemacht, gespeichert, dass das immer Creative ist, sobald man.
irgendwas macht. Ich fühle mich nur gerade größtenteils. So, mitkommen. Also das ist 1000-mal besser als mit der Palette. Man kann es zwar nicht rausnehmen, dann so auf einmal, aber das Reinlegen geht 5000-mal besser ungefähr. Weil man nicht das Problem hat, dass man dann, dass sich das mit den Kollisionsmodellen übereinander purzelt. I got the goods if you got the cash. Hey, yeah. Blood. Wir fahren. Cool. Bis so ein Typ mal irgendwo hängen bleibt, wo er nicht mehr vorkommt und dann eine Stuck Quest hat und dann werden sie es wieder rausnehmen. So. Geht schon los. So. Dann den Bogel. Noch ein Bogel. Ich habe den bei absolut keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie die bestmöglich baubare Variante in die Richtung ist. Das ist rein frei nach Schnauze, was ich hier noch geschwind zusammenbaue. Das hat absolut nicht irgendwie eine schwerwiegende Vorgeschichte. Das ist ein Gerader. Noch ein Gerader. Das gibt es ja nicht, weil dann brauchen wir die Rohre. Warte, da muss schon ein T-Stück ran. Ich frage mich, wieso das da so scheiße zu platzieren geht. Im Normalfall ist das jetzt ja auch nicht so behindert gegangen. Genau das meine ich. Vogel. Jetzt sieht man schon, welche da Wasser abkriegen und welche nicht. Jetzt fällt schon auf. So. So. Jetzt müssen wir langsam die Teile woher kriegen. Nur die kleinen da unten noch. Kann man das dann nicht schon mal einfach rausräumen? Der falsch.
Toll. Einfach klasse. Hat der jetzt darauf oder was macht er jetzt? Ach Gott, fertig Scheiße, wieder jetzt gar nichts hin. Cool, das geht auch. Okay, das dürfte funktionieren. Dann machen wir hier. Sortiere ran. Probieren wir das einfach. Kann ja nicht mehr als schief gehen, kann es ja eh nicht. In den meisten Fällen. So. Jetzt wäre die Frage, ob ich das zweite da auch noch anbringe. Das geht sich aus. So, dann machen wir noch. Horns. Nö, machen wir nicht. Oh ja, aber anders. Eins. Habe ich noch Bogal mit? Ja. Zwei. Drei. Ach, endlich hört es auf zum. Man muss trotzdem schauen, dass man es irgendwie halbwegs da abladet, aber. Eventuell, wenn ich jetzt ein bisschen was raushaue, mal kurz. Okay. Was ist darauf schmeißt da? Muss darauf schmeißt? Muss darauf schmeißt? Das ist so gefährlich da irgendwie. Da muss zentriert werden auch. Ja, mal wenn das, ob das funktioniert, wenn ich es da zentrieren lasse. Oder? Na da. Gut, gehen wir schlafen, testen das in der Früh mal aus, wenn es hell ist und dann ist der Part zu Ende. So, da wird auch wieder eins dazwischen stecken, ja nicht gewässert, sehe ich gerade. Das ist irgendwie sehr strange, das müsste da ja auch passieren. Oder da. Und da geht es sich anscheinend gerade irgendwie aus. Naja. Die, was nicht werden, werden einfach raussortiert.
So, dann brauchen wir das. Und jetzt werden wir das mal schauen. Sollen wir mal versuchen, das noch auszulernen, dann haben wir wieder mal was geschafft. Wir wissen nämlich, ob das geht. Das Handling von dem Lastwagen ist cool, hätte ich in Wirklichkeit auch gern. Den C schon habe ich, ja. So. Und E. Ja, das läuft. Vor allem sind die hochgesteckt. Haha, Leute, es läuft. Es geht. Es geht. Das sieht cool aus, oder? Gut. Ohne das jetzt weiter noch in die Länge zu zahlen. Das ist unser erstes automatisiertes Farming-Tool. Um wieder auch Samen herzustellen. Schaut jetzt schon mal allgemein jetzt nicht so schlecht aus. Aber wir müssen da noch ein bisschen dran arbeiten. Doch etwas. Ja. Wir haben noch nicht so viel abgeerntet. Aber wir müssen da noch einiges machen. So, gut. Während ich mich hier mit David spiele, ich werde das jetzt ein bisschen ausbauen. Werde ein paar Suppen noch machen, dass wir vielleicht einen zweiten Sprinkler kriegen, aber... Dann werden wir mal eine automatisierte Schneidanlage auch bauen. Das schaut ungefähr aus wie dem mit Schneidteil vorne. Also viel um wird es nicht sein. Aber, wie gesagt, werden wir machen. Und schauen wir sich genau an, wie was wo funktioniert. Geht leider nicht. So. Gut. Ich überziehe schon wieder. Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich werde hier ernten und mal abbauen ein, zweimal. Und dann müssten wir eigentlich ja schon soweit sein, dass wir problemlos hier wieder mal irgendwie Suppen machen können. Ich überlege noch, wie ich es am besten mache. Ich glaube, ich brauche hier eine Beladestation hin. Einen kleinen Sockel. Der... Und irgendwie so ausschaut, wenn es der hier werden wird. So. Stelle ich das dann rauf. Die Kiste und von da lade ich dann da rein. Schauen wir nochmal, ob wir das hinkriegen. Und los! Wie es scheint, verliert der, erwischt er die Tomaten am Rand nicht. Das heißt, wir müssen dann nochmal, ich werde dann noch optimieren. Okay, aber ihr seht, prinzipiell funktioniert es. Sonst sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber dann kommen wir nicht vergessen, meine Freunde, bis dann und